Ja, grüß Gott, Leute. Willkommen auf Freiheit durch Gold. Ich bin heute mit dem Christian unterwegs und wir machen ein bisschen eine Tiefenprospektion. Das sieht so aus. Und diesen Stein hier, der kommt noch weg hier. Hier, da habe ich schon angefangen. Hier so ein bisschen rübergebuddelt. Der Christian, der hat seine Tiefenprospektion schon aufgehört. Und jetzt müssen wir den Stein noch hier machen, weil der hier wirklich wie so ein Backenzahn, der geht richtig schön tief rein in die Wurzel, in die Bachwurzel. Ne? Und wie ihr jetzt schön seht hier, haben wir auch wieder hier Grüngestein und natürlich auch hier ganz was Besonderes. Wo habe ich das hingeworfen? Ah, hier. Wir haben hier Gneis, Leute, Augengneis. Schaut's her. Und wie ist das? Geil, oder? Schön, oder? Jo, Leute, mich haben ja schon öfters welche angeschrieben, was ich denn so Schönes hier in meiner orangen Schachtel habe. Na? Das hier ist eine Probe von dem Bach, wo ich jetzt hier bin. Und das hier, das ist eine Probe, wo ich mit dem Detektor unterwegs gewesen bin. Zwei Stück. Ne? Das ist mein Guckglas, mein großes und mein kleines, mein Pinsel und meine Pinzette. Na, seht ihr das? So sieht das aus. Jo. Und dann habe ich dann praktisch ein Hämatit noch drin als Beispiel, dass ich nicht vergesse, wie das aussieht. Nee, ne? Und das ist eigentlich das, was ich hier als zum Small Equipment dabei habe. Geohammer habe ich jetzt in dem Auto gelassen, den Fäustling auch, die Meißel auch und so weiter und so fort. Jo, ne? Einen Detektor habe ich nicht dabei, weil hier ist zwar Bedrock, schöner Bedrock. Habt ihr ja im ersten Video gesehen gehabt. Und den werde ich dann nochmal extra praktisch, werde ich den dann mal praktisch abgeben, ja. So, der Bach hier, ich zeige euch mal, wie breit der ist. Also, das ist eine extrem schmale Stelle. 2, 3, 4, 5, 6 Schritte. Jo, und ich bin jetzt hier dabei. Der Stein hier, den Stein hier, das Zeug hier, da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen. Hier haben wir einen Grünstein drin, seht ihr das? Genau. Ich habe ja auch schon Augengneis gefunden. Oh, der geht aber noch ganz schön rein. Oh, da bin ich noch lange nicht unter den... Oh, das ist ein großer Ding. Ich muss ja da unter den Stein rein, seht ihr das da? Das da? Da bin ich noch nicht drin. Ja. Ich denke mal, dass das halt da hinten sein wird. Wenn dann nur wahrscheinlich kleine. Schauen wir mal. Also ich bleibe weiterhin gespannt. Obwohl ich jetzt langsam unter den Stein komme. Ich will jetzt das Lego und das sind ja nicht gefasst am Bett. Da haben wir doch gerade nur Steine drin. Damit das der jetzt zu sauber sind. Ist, ne? Das ist nicht. Das ist einfach. Wow, das ist doch so schön, ne?
Ist das jetzt Gold oder sind das gelbe Steine? Ja, meine Güte, die Augen lassen so krass nach. Oh je. Oh.